Haben wir. Sehen Sie meinen Bildschirm? Ausgezeichnet. Gut, danke vielmals. Also herzlich willkommen zu unserem Webinar. Wie baut man eine landesweite Forschungsdateninfrastruktur, nämlich die NFDI in Deutschland? Das Webinar wird im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Forschungsdatenmanagement in Österreich angeboten. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Forschende und an Personen aus der Forschungsunterstützung und dient der Vernetzung und dem Austausch zu Themen im Management von Forschungsdaten, Verfassen eines Datenmanagementplans und ähnliche Themen. Die Folien und Aufzeichnung wird dann auf der Projektwebseite zur Verfügung gestellt und es gibt auch einen YouTube-Kanal, wo man sich diese Aufzeichnungen anschauen kann. Zu den Formalitäten, bitte schalten Sie Ihr Mikrofon aus, um störende Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Und wenn Sie schon während der Präsentation Fragen haben, können Sie die auch gerne jederzeit im Chat hineinschreiben. Wir werden dann diese Fragen auch als erstes gleich im Anschluss in der Diskussionsrunde vorlesen und der Vortragende wird dann die Fragen beantworten. Zur Agenda, als erstes eine Begrüßung und eine Einleitung. Das ist der Teil, der jetzt gerade läuft. Meine Wenigkeit ist, mein Name ist Hermann Schranzhofer. Ich bin an der TU Graz Data Steward und fungiere hier jetzt als Moderator. Den Vortrag, wie baut man eine landesweite Forschungsdateninfrastruktur, hält Kurt Willies von der NFDI. Und im Anschluss des Vortrages gibt es dann eben noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, beziehungsweise auch an der Diskussion teilzunehmen. Der Vortragende Kurt hat Chemie an der Universität Bielefeld studiert und ist nach einigen Tätigkeiten im IT-Bereich 2013 zum Forschungsdatenmanagement an die Universität Bielefeld zurückgekehrt. Dort lehrte er Studierende und unterstützte Forschende zum Thema FDM bis 2021. Seither arbeitet er als wissenschaftlicher Referent der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, die NFDI, mit dem Schwerpunkt IT, Daten und Wissensmanagement. Kurt, das ist jetzt dein Zeitpunkt. Jetzt kannst du deinen Bildschirm teilen und uns deinen Vortrag bitte geben. Danke. Ja, danke sehr. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute NFDI, die deutsche nationale Forschungsdateninfrastruktur, vorstellen zu können. Ich werde einen Überblick geben und dann auch darüber hinaus die Vernetzung von NFDI im internationalen Kontext ansprechen. Was sind Ziele von NFDI? Insbesondere der Aufbau einer koordinierten, vernetzten Informationsinfrastruktur zur Entwicklung eines nachhaltigen und interoperablen Forschungsdatenmanagements. Was das bedeutet, sehen wir gleich. Und unter anderem auch wichtiger Punkt, die Anbindung der deutschen Forschungsdateninfrastrukturen an europäische und internationale Plattformen. Immer die internationale Anbindung, es ist ganz klar ein internationales Thema. NFDI auf einer Folie. Was sind die grundlegenden Bausteine oder die Commitments von NFDI? Erstens, NFDI ist wissenschaftsgeleitet und bedarfsorientiert. Wie das realisiert ist, sehen wir gleich. NFDI ist ein dezentrales Netzwerk aus Kompetenzen und Diensten. Es gibt also keine zentrale Steuerung. Ich selbst arbeite an der NFDI-Geschäftsstelle. Wir verbinden die Aktivitäten. Wir ordnen nicht an oder dirigieren, sondern wir unterstützen und bilden so den Kitt der Vereinsstrukturen und bieten den Rahmen, in dem dann die Arbeit stattfindet oder die Konsortien, in denen die Arbeit stattfindet, gemeinsam sich austauschen. Grundmantra ist bestehende Lösungen nutzen, ausbauen und verstetigen. Das Pulver nicht neu erfinden, sondern das, was da ist, was etabliert ist, stärken und auf dauerhafte, auch finanzielle Füße stellen. Kooperativ, nicht kompetitiv. Also wir arbeiten zusammen, viele Beteiligte, Hochschulen, Forschungseinrichtungen arbeiten zusammen. Der Wettbewerb ist hier, steht außen vor, es ist ein gemeinsames Projekt. Institutionalisiert ist NFDI als eingetragener Verein mit einer
recht elaborierten eigenen Governance. Ein ganz wichtiger Punkt eben auch im Hinblick auf die Verstetigung. NFDI ist auf dauerhaften Betrieb ausgelegt, will also die Beschränkungen bisheriger Infrastrukturförderungen überwinden, dass viele schöne Sachen einfach dann nach Auslauf der Förderung nur noch eine begrenzte Zeit nutzbar waren, also zuverlässige Infrastruktur, dauerhafter Betrieb. Finanziert wird NFDI von Bund und Ländern in Deutschland mit jährlich bis zu oder annähernd 90 Millionen Euro. Zunächst für 10 Jahre geplant oder natürlich richtet sich die gesamte Konzeption auf den dauerhaften Betrieb. An NFDI sind 508 aktueller Stand, 508 Institutionen, deutsche und auch einige internationale Institutionen beteiligt, sowohl als Mitglieder im Verein als auch in den Konsortien-Sektionen. Das schauen wir uns gleich näher an. Insgesamt aktueller Stand gestern 247 Mitgliedsorganisationen im Verein, 26 Konsortien und 5 Sektionen, die schauen wir uns gleich mal ein bisschen genauer an, und geschätzte Zahl, genaue Zahlen wegen der Dezentralität und der komplexen Verknüpfung schwer zu schätzen oder schwer genau zu sagen, etwa 900 Personen, die größten Teil ihrer Arbeitszeit mit NFDI beschäftigen oder in NFDI tätig sind. Zentrale Arbeitsstätten oder Keimzellen von NFDI sind die Konsortien. Die Konsortien sind Verbünde von im weitesten Sinne forschend tätigen Einrichtungen, also Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Ressortforschungseinrichtungen und so weiter, die sich zusammengeschlossen haben und die häufig aus einer bestimmten Disziplin kommen. Einige sind aber auch eher anhand ihrer Methoden definiert. In einem Konsortium arbeiten alle Beteiligten gemeinsam an disziplinären und auch an disziplinübergreifenden Themen. Insgesamt ist die Auswahl der Konsortien oder das Spektrum der Konsortien ist sehr breit. Insgesamt gefördert werden die Konsortien von der DFG. Das ist eben ein großer Teil dieser 90 Millionen, die wir eben gesehen haben pro Jahr. Hier ein Überblick über die Konsortien. Die Auswahl der Konsortien erfolgte in 3 Runden, ist jetzt abgeschlossen, bedeutet also, die hier genannten Konsortien sind jetzt die Konsortien, die NFDI komplettieren und decken, wie man sieht, ein sehr breites Spektrum an Disziplinen ab, also Geistes- und Sozialwissenschaften, Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften und natürlich auch Ingenieurwissenschaften. So dass also Ziel jeder Forschende mindestens eine konsortiale Anlaufstelle hat, an die sie oder er sich dann wenden kann mit fortgeschrittenen Fragen und die für die einzelnen Disziplinen Lösungen entwickeln. Kooperationen sind sehr intensiv und die Zuschnitte der Konsortien sind auch unterschiedlich. Es gibt also Konsortien, die sind vergleichsweise spezialisiert, und es gibt Konsortien, die haben einen sehr breiten Zuschnitt. Hier mal ein Beispiel, NFDI for ING, die nationale Forschungsdateninfrastruktur für die Ingenieurwissenschaften. Ziele sind Reproduzierbarkeit aller Schritte ingenieurwissenschaftlicher Forschungsprozesse, Proben- und Datenbearbeitungsschritte automatisiert nachverfolgen und auch die Verbesserung der Ausbildung im Hinblick auf den kulturellen Wandel und weitere Ziele. Das ist also alles hier natürlich nur eine Auswahl. Besondere Herausforderungen, die genannt werden in diesem Konsortium, sind A, die große Vielfalt an ingenieurwissenschaftlichen Forschungsansätzen und ein hoher Anteil an Drittmittelprojekten und damit eben auch Constraints, die sich aus Industrienähe ergeben, also industrielle Anforderungen, die im Datenmanagement manchmal begrenzen können. Ja, hier ist eine Liste der Co-Applicants. Das sind also die tragenden Institutionen so eines Konsortiums. Und dann gibt es bei NFDI for ING noch 40 weitere beteiligte Institutionen, die eben unterstützend oder in bestimmten Bereichen das konsortiale Spektrum erweitern.
Hier ein Überblick über alle Konsortien. Die großen Kugeln sind die Konsortien, die kleinen Nodes, die kleinen Kugeln sind die beteiligten Institutionen. Man sieht hier doch sehr gut, dass kein einziges Konsortium irgendwie eine einsame Insel ist, dass alle Konsortien über mindestens eine, meistens mehrere Beteiligte miteinander verbunden sind und allein schon durch diese Verflechtung ein sehr intensiver Austausch oder eine sehr intensive Vernetzung stattfindet. Und insgesamt ist im Verein die Zusammenarbeit der Konsortien, der Austausch ein extrem wichtiger Punkt, dass man eben das komplexe Netzwerk ständig in Bewegung, in Kommunikation hält. Da kommen wir auch gleich zu der zweiten Baueinheit. Ganz wichtiger Punkt in NFDE sind die Sektionen. Sektionen ergänzen die Konsortien dadurch, dass Sektionen oder Gruppen sind, in denen konsortialübergreifend die Konsortien zusammenarbeiten an Querschnittsthemen, also neudeutsch Cross-Cutting Topics. Die Themen, die alle oder häufig auch fast alle Konsortien in einer Weise betreffen, dass es keinen Sinn macht, dass jeder das für sich selber löst, wo man dann zusammenarbeitet und das in einer Sektion löst. Außerdem haben die Sektionen die Aufgabe, Entscheidungsvorschläge für NFDI-weite Standards zu erarbeiten und in den Entscheidungsprozess einzuspeisen. Sie entwickeln Vorschläge für sogenannte Basisdienste, das schauen wir uns gleich noch an. Sektionen werden nicht eigenständig gefördert, sind also in dem Sinne darauf angewiesen, dass aus den Konsortien heraus und auch aus den beteiligten Mitgliedsorganisationen heraus Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die dann oder Beteiligte sich bereit erklären, in den Sektionen zu arbeiten und dann Lösungen zu erarbeiten, die dann allen zugutekommen. Hier ist mal ein Überblick über die Sektionen, die 5 Sektionen, die bereits gegründet sind. Das ist die Sektion Common Infrastructures, die gemeinsame Infrastrukturdienste erarbeitet und die Vernetzung in den Konsortien, den Bau solcher Dienste stärkt. Das ist die Sektion Metadaten, Terminologien und Provenienz, die Sektion Training und Education, die Sektion Ethical, Legal and Social Aspects und gerade frisch gegründet die Sektion Industry Engagement, die Anbindung von Wissenschaft und Wirtschaft. Sich der Anbindung von Wissenschaft und Wirtschaft widmet. Die Basisdienstinitiative, ein dritter wichtiger Baustein, der das Spektrum ergänzt. Basisdienste sind Dienste, die für alle Konsortien zur Verfügung stehen sollen, die von allen Disziplinen genutzt werden. Also wichtig, die Dienste, die NFDI entwickelt, sind natürlich nicht nur für die NFDI-Beteiligten, sondern für die gesamte deutsche Forschungslandschaft. Einige davon auch natürlich im Rahmen EOSC darüber hinaus. Beispiele für solche Basisdienste, die für alle Konsortien, von allen Konsortien oder von allen Wissenschaftsdisziplinen genutzt werden sollen, ist ein Identity- und Access-Management-System, ist zum Beispiel ein Datenmanagementplan, Service, Multicloud, also Cloud-Speicherdienste und darüber hinaus weitere andere. Da laufen im Moment gerade die Anträge, das ist neu ins Leben gerufen. Und Ziel ist da eben diese, auch in einem recht elaborierten Prozess, solche Dienste zu entwickeln, auch inklusive Finanzierungsmodelle. Also die von der sozusagen zur Marktreife, könnte man sagen, zu bringen. Und die Finanzierung ist da eben ein Teil der Aufgabe und diese Dienste sollen natürlich dauerhaft dann betrieben werden. Genau. So, das war so ein Kurzüberblick über NFDI und jetzt sage ich noch ein paar Worte zur Vernetzung. Also wie arbeitet NFDI, wie passt sich NFDI ein, kooperiert mit anderen Organisationen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. In Deutschland, das ist in Österreich meines Wissens recht ähnlich, gibt es
an vielen, wenn nicht den meisten Hochschulen bislang schon sogenannte FDM-Service oder auch manchmal Kontaktstellen genannt, also Serviceeinrichtungen vor Ort, die die Forschenden unterstützen. Und das ist eben so vor Ort der Connex, an den Forschende sich häufig zuerst wenden. Diese in Bundesländern in Deutschland werden diese durch häufig schon durch Landesinitiativen, also durch bundeslandweite Organisationen vertreten und auch unterstützt, die dort auch eine sehr wertvolle Aufgabe leisten. Und darüber hinaus gibt es dann auch in Sonderforschungsbereichen, in Exzellenzclustern auch häufig Data Stewards oder vergleichbare Positionen, die vor Ort arbeiten. Die Vernetzung mit diesen findet zum einen statt in einem regelmäßigen Treffen der aller deutscher FDM-Initiativen. Das hat sich sehr bewährt, ein regelmäßiges Austauschtreffen, in dem sich alle in Deutschland in FDM beteiligten Initiativen, also insbesondere sind das die Nestor AG Forschungsdaten, die FDM-Landesinitiativen, ADA Deutschland und eben auch NFDI, zusammensetzen und überlegen, wie man kooperieren kann, wo man gemeinsame Dinge veranstalten kann. Beispielsweise war das die Love Data Week, an der wir uns NFDI und die anderen Initiativen, also eine weltweite Veranstaltung, sehr gut sehr intensiv beteiligt haben, und da ist auch fürs nächste Jahr wieder geplant die Teilnahme. Die European Open Science Cloud ist natürlich ein ganz wichtiges Thema für NFDI und für alle im FDM Tätigen. Da sind die Ziele von NFDI zum einen die Koordinierung der Aktivitäten auf nationaler, also in unserem Fall auf deutscher Ebene, und die Einbindung aller Interessengruppen in Deutschland in die EOSC. Der NFDI-Verein ist in der EOSC mandatiertes Mitglied für Deutschland, vertritt also in dem Sinne da Deutschland in der EOSC Association. Kürzlich, das kann man auch auf YouTube sich anschauen, hat ein sogenanntes Tripartite-Event, also eine Vorstellung, eine Diskussion über die Rolle von EOSC in Deutschland und international stattgefunden, also Awareness Building im weitesten Sinne und Vernetzung mit der Community. Die Folien stelle ich gerne hinterher zur Verfügung. Dann, wer möchte, ist hier verlinkt, kann sich das dann auch gerne anschauen. Und es gibt darüber hinaus, das soll man nicht unterschätzen oder ist ein wichtiger Punkt, gibt es auch personell zwischen den vielen NFDI-Beteiligten sind auch viele Personen, die ohnehin in anderen Organisationen, also EOSC, in ADA und weiteren aktiv sind. Also auch da findet ein sehr intensiver Informations- und Tätigkeitsaustausch statt. Darüber hinaus ist NFDI aktiv am Gaia-X-Projekt beteiligt, das Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zusammenbringen soll. Also das ist mal etwas salopp gesagt, so ein NFDI für Wirtschaft, also eher aus wirtschaftlicher Sicht, also in Deutschland vom Wirtschaftsministerium wird es auch unterstützt. Und da ist NFDI natürlich oder ist NFDI beteiligt mit dem Fair Data Spaces Projekt oder der, also als Fair Data Spaces Projekt soll Gaia-X und NFDI zu einem gemeinsamen cloudbasierten Datenraum für Wirtschaft und Wissenschaft verbinden. Also wichtiger Punkt, wir hatten vorhin gesehen, Wirtschaft, Wissenschaft, dass man dort auch eben ganz wichtig die Verbindung herstellt und gewisse Dinge gemeinsam denkt. So, dann zum Abschluss noch ein kleiner Werbeblock. Die International First Conference on Research Data Infrastructure wird von NFDI organisiert, 12. bis 14. September im schönen Karlsruhe stattfinden. Und ja, das Programm und der Call sind geöffnet. Also wer am Thema Forschungsdateninfrastruktur interessiert ist, das sind wahrscheinlich die meisten der hier Anwesenden, ist herzlich eingeladen dort. Wir freuen uns da auf einen intensiven Austausch. Das ist erstmal nur ein Pitch im schönen Salzburg.
wird Ende des Jahres im 23. und 26. Oktober die International Data Week stattfinden. Dort hat NFDI, das ist noch beantragt, also noch pending, aber wird NFDI hoffentlich die Möglichkeit haben, unsere, also deutsche, in dem Fall deutsche Aktivitäten zum Thema Standardisierung im Forschungsdatenmanagement für Forschungsdateninfrastrukturen vorzustellen in Form einer Panel-Discussion von Expertinnen und Experten. So, damit bin ich in meiner Vorstellung am Ende. Natürlich hier diverse Links auf soziale Medien, Newsletter, Internetauftritte. Wir sind herzlich eingeladen, da sich das anzuschauen. Und ich freue mich auf eine Diskussion und auf eure Fragen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.